Willkommen zurück, TSV 1860 München im Februar. Wir springen gleich rüber, dann ist die Transferperiode beendet. Die Top-Transfers der Liga, wir haben nicht mitgemischt im Winter, wir haben nur Klostermann abgegeben. Hab mich dann doch gegen Wechsel entschieden. Ich hab nach bei Gladbach geguckt, da gab es zwei interessante Spieler. Ein Innenverteidiger und Timo Werner, genau. Ich habe den Namen gerade vergessen. Als Stürmer. Aber wir mit Ziegern einen guten Stürmer zurückkriegen, brauchen wir uns da keine Sorgen machen. Das große Geld. Im Winter hat nur Everton viel ausgegeben und Inter Mailand. Auch Liverpool hat noch was rausgehauen. Die Bundesliga hat sich arg zurückgehalten. Stuttgart mit 29,5 am meisten. Auf die ganze Saison gesehen ergibt das 216 Millionen bei Chelsea, 186 bei Arsenal. Aber die Engländer haben aber auch das Geld, um einzukaufen. Und wir mit unserem Top-Transfer Volland sind natürlich auch oben mit dabei in den Top 10. Das erste Spiel im Februar, 20. Spieltag gegen St. Pauli. Wir sind deutlich überlegen. Philipp Planer muss hinten ran, weil Stark mit einer Gelbsperre ausfällt. Wen hat der Trainer denn hochgezogen? Engimann kommt aus der A-Jugend. Das passt. Was macht unser Elf-Sterne-Talent? Entwickelt sich noch in der B-Jugend. Sehr gut. News gab's auch. Unsere Youth League geht weiter. Wir sind da weitergekommen. Ich guck mal eben die Gruppen alle durch. Kann ich mal kurz zeigen. Barcelona hat sich hier durchgesetzt mit 13 Punkten. Wir haben uns in unserer Gruppe durchgesetzt. 5 Siege, eine Niederlage. Verloren haben wir gegen Atletico Madrid. Oh. Gegen den Tabellenzweiten. Nur dank unserer besseren Tordifferenz sind wir Erster geworden. Liverpool raus. Sevilla, ich klicke die mal einmal kurz durch. Real Madrid Zweiter in ihrer Gruppe. Da habe ich einen übersprungen. Dortmund Zweiter in der Gruppe F. Chelsea und Turin. Manchester nur Zweiter. Und Bayern München gewinnt die Gruppe vor Ajax. Bayern Jugend scheint noch ganz gut zu sein. 11:2 gegen Donetsk gewonnen. Oha. Ich glaube, Achtelfinale sind als nächstes. Genau, wir treffen auf unseren Gruppen. Das dürfte ja eigentlich nicht passieren. Wieso treffen die ihn jetzt alle auf die Gruppen Zweiten? Was ist das für ein Quatsch? Auch Bayern auf Ajax. Schade, das wurde nicht verhindert. Ja, nun gut, man kennt sich schon. Verspricht lustige Spiele. Gegen Atletico hatten wir verloren. Mal gucken, ob wir da weiterkommen. Habe ich ja keinen großen Einfluss drauf. Aber wir gucken uns erstmal das Spiel gegen Pauli an. St. Pauli. Und da geht ihr raus und spielt Fußball. Vielleicht sollten wir da die Mannschaft mal ein bisschen nach vorn schieben. Den Einsatz ein bisschen runterschrauben. Kurzballspiel, Grundlinie. Ein paar hohe Flanken vielleicht. Versuchen wir es mal. 1-0 Volland. Und nach einer Ecke das 1-1 durch St. Pauli. Wir treffen wieder nicht. Was ist da los? Doch. Per Ecke. Hennau trifft. Auf jetzt. Wir wollen gewinnen. Volland geht raus. Dalachow kommt rein. Und Planer mit einem schlechten Spiel. Da muss Hennau mal nach hinten rein. Planer wieder besser drauf ist. Ich würde sagen, Meier kommt auch. Aber ein Problem ist, ich kann ihn nirgendwo einsetzen. Spiel ist zu knapp, als dass ich was riskieren kann. Boom, könnte ich noch rausnehmen. Ja gut, dann rüber Caracas. Bekommen. Den Rest sparen wir uns. Ich würde doch sagen, wir kontern wieder. Alte Taktik. Nur das versuchen wir mal umzusetzen. Auf der Reihe. Schieben wir wieder zurück. Gomez, 4-1, 4-2, schießen doch nochmal ein Tor.
4-2 Heimsieg. Dadachow hat auch noch getroffen. Caracas sogar bekommen. Dadachow 2-0 in der zweiten Hälfte. Und wir klettern auf den zweiten Platz. Haben uns vor Dortmund geschoben. 2 Punkte hinter den Roten. Was für ein Meisterschaftskampf. Ja, was machen sie jetzt? Lacazette spielt bei den Bolton Wanderers. Ist schwächer geworden. Hat sich da überhaupt einer verbessert? Ja, hier, Kolasinac. Hat einen höheren Marktwert. Ist aber schwächer geworden. Auch Daube, schwächer geworden. Unschek ist besser geworden. Bei Darmstadt. Riebermar hat sich auch verschlechtert. Da weiß man gar nicht, was er für einen Marktwert heute hat. Auch Andrade. Ist nicht wirklich glücklich geworden in China. Die Transfers waren wohl nicht so erfolgreich. Auch für uns schon finanziell, für die Spieler leider nicht so. Der DFB-Pokal. In der dritten Runde haben wir uns gegen St. Pauli durchgesetzt. Jetzt beginnt das nächste Duell gegen Leipzig. Und Leipzig wollte ein bisschen Unruhe stiften. Hat gedacht, sie machen mal ein Angebot. Weiß ich nicht, ob sie damit gerechnet haben, dass ich das auch annehme. Wir haben 16,5 geboten, ist knapp unter Marktwert. Ja, wir verlieren einen Top-Spieler, mit Aigner auch schon einen. Aber wir haben mit Volland schon einen geholt. Kriegen noch einen Stürmer dazu. Mit Sieger. Und Anton, der ist zu stark für die zweite und den wollte ich eigentlich nicht ausleihen. Deswegen ziehe ich den dann nächste Saison hoch. Für Alain. Ist ein bisschen schwächer, deswegen spielt er jetzt auch im defensiven Mittelfeld. Ist ein bisschen seltsam. Aber da kriegen die Spieler die besten Noten. Ich gucke jetzt mal, beobachte die nächsten Spiele, wie er sich da macht. Es kann sein, dass er dadurch dann nochmal aufgewertet wird, weil er ist da knapp an der Grenze. 3-1-8. Er müsste auf unter 2 kommen, damit er da in Frage kommt. Deswegen mal nochmal ein Freundschaftsspiel aus gegen Hottenbach. Und gehen rein ins Spiel gegen Leipzig. Verteidige ich lieber nochmal eine Siegprämie. Sicher ist sicher. Und wir schaffen die nächste Runde. Schön hinten drin stehen und kontern. Und das ist 1-0. Stefan Aigner macht's. Kohm sichert's ab mit dem 2-0. Da müssen wir uns keine Gedanken machen, dass hier was schief geht. Volland nach der Ecke. 3-0. Sehr gut weiter so. Oh, Hennau, was ist da los? Da kommt Planer für rein. Fabian Meyer kann man mal wieder einwechseln. Ich glaube, den bringe ich mal im defensiven Mittelfeld. Das ist jetzt sehr ungewöhnlich, aber der muss mal wieder eine gute Note kriegen. Und Julian kommt für Holland, sodass Gomez nach vorn kann. Welche waren geführt? Ja. Machen wir weiter. Und Leipzig mit dem Geh vorbei, Aigner. Rächt sich das jetzt? Ah, noch nicht. Wir haben einen guten Vorsprung. Er hält auch. Sehr gut. Davy Selke nur den Anschlusstreffer noch. Den Ehrentreffer gemacht. 3-1 im Viertelfinale gewonnen. Da sieht man's. Taktik ist aufgegangen. Fabian Meyer mit einer 1-0. Das sollte seine Form auch nochmal pushen. Statistiken zum Spiel. Läuft. Auf wen treffen wir im Halbfinale? Da können wir uns mal die Auslosung angucken. 60 München zu Hause gegen 42 zuletzt den Pokal gewonnen. Gladbach. Oh. Bayern gegen Hamburg. Gladbach, harter Gegner, aber es waren noch keine leichten Gegner mehr drin. Auswärtsspiel gegen Bremen. Alle wird uns nach Leipzig verlassen für 16,5 Millionen. Reserve geht 4-0 gegen Hottenbach. Und wir gehen rein ins Spiel gegen Bremen. Und ihr geht raus und spielt ein ordentliches Spiel, oder? Remis schaffen wir mindestens. Machen wir es so. Gucken wir mal, ob wir mit Konterspiel hier erfolgreich sind beim Bremern.
Bisher noch 0-0 und das ist 1-0 für die Bremer. Da toben wir jetzt mal. Das kann's doch nicht sein, Jungs. Da müssen wir mehr Chancen rausspielen. Oder verlässt den Platz. Dafür kommt Sadachov rein. Er kämpft mit einem schlechten Spiel, geht raus. Assistent nochmal. Wir lassen den Kapitän sprechen. Und bringen Benjamin, damit das nochmal einen 5% Bonus gibt. Und hoffen, dass das jetzt klappt hier noch mit dem Tor. Ich bei den Bremern, bei den 60ern. Löwen greift auf. Was ist hier denn los? Holger Badstuber nach einer Ecke. 2-1 wenigstens noch. Aber der Ausgleich gelingt uns nicht mehr. Niederlage gegen den 16. Was ist da denn los? Genau, mit einem guten Spiel. Einwechslungen haben auch nicht mehr die Wende bewirkt. Kein Schuss aufs Tor. Ganz schwache Leistung der Offensive. 5 Punkte Rückstand auf die Bayern. Achtelfinale der Champions League. Wird spannend. Letztes Spiel gegen Bremen verloren. Ich hoffe, es klappt jetzt besser. Auf jeden Fall nochmal eine Siegprämie dazu. Wir müssen das Spiel gewinnen. Caracas können wir nochmal einen neuen Vertrag anbieten. Vertrag verlängern. Ist leider verletzungsanfällig. Müssen wir gucken, dass wir den irgendwie... Auch wenn er zu viele Verletzungen haben sollte, werde ich ihn wohl irgendwann verkaufen. Nehmen wir mal einen fairen Vertrag. 5-Jahres-Vertrag. 4 Millionen Grundgehalt. Ist fair, finde ich. Aber wird bald viel zu niedrig sein. Muss ich gucken, dass ich den dann nochmal so mache ich nur einen 3-Jahres-Vertrag. 3 Jahre ist, glaube ich, besser. Dann kann ich nochmal erhöhen, das Geld. Machen wir es so und gehen rein ins Spiel gegen Olympique Marseille. Heute will ich sehen, dass ihr Gras fresst. Und das geht schon wieder gut los. Marseille mit dem 1-0 in den frühen, 2-0. Wir versuchen mal was, schieben mal die Mannschaft nach vorn. Klappt nicht. Sieht nicht gut aus. Los jetzt, zeigt's ihn. Wittek raus, Meier rein. René raus, Caracas rein. Und im Sturm nochmal Sadachov. Da kommt nochmal das 1-2. Passiert hier noch was? Zwei-zwei im Hinspiel. Da geht vielleicht noch was. Ansprache ging natürlich daneben. Aber durch die gute zweite Hälfte bestehen Chancen. Wir müssen nur gewinnen, das Rückspiel. Heimspiel gegen Bayer Leverkusen. Abwehr nicht gut drauf. Nochmal eine Siegprämie. Wir müssen das Spiel gewinnen. Und die Abwehr irgendwie in Form bringen. Gehen wir rein. Und heute jeden Zweikampf annehmen. Vielleicht sollten wir die Mannschaft mal ein bisschen nach vorne schieben, damit die Abwehr mal was zu tun kriegt. Kevin Volland. Leider der Ausgleich durch Rodrigo. Schwieriges Spiel, das war nicht der Matchplan. Los, jetzt zeigt sie ihn. Auf geht's, Jungs. René nehme ich mal raus, bringe dafür Meier rein. Maxim geht raus, Volland auf die Position. Kempf geht mal ins Mittelfeld, genau. Planer kommt noch. Vielleicht sollten wir nicht irgendwo 60 plus, doch, das geht. 2-1.
Dadachow, wir ziehen die Abwehr wieder zurück. Schön kontern aus einer stabilen Defensive. Und es gelingt. 2-1 Punktsieg. Wichtig. Kämpfen mit einem guten Spiel. Das nach vorne ziehen hat sich also gelohnt. Genau, trotzdem noch eine 2-0. Bernd Leno rettet da Leverkusen noch einige Male. 4 Schüsse aufs Tor, davon 2 drin. Ist okay. 5 Punkte Rückstand weiterhin hinter den Bayern. Wieder Tabellenzweiter. Bayern gewinnt gegen Hamburg 6-0. Schon mal eine Probe fürs Pokalduell. Vor 112.000 Zuschauern. Das letzte Spiel im Februar. Gegen Dortmund, Topspiel. Zweiter gegen Dritten. Natürlich mit Siegprämie als Ansporn. Wichtigstes Spiel ist es nicht. Oh, ich bin gespannt, wie die sich schlagen werden. Wir werden ihnen den Spaß nehmen. Ja. Sollen aggressiv in die Zweikämpfe und das ist das erste Tor. Erster Angriff, erstes Tor, José Gomez. Das ist ein zweites Tor. Wäre schön und da ist es schon. 3-0 zur Pause. Ochsen voll an Treffen noch. Schön die Dortmunder ausgekontert. Das läuft doch super. Da sollten wir jetzt nicht zu starke, krasse Änderungen machen. Ochs ist gut drauf. Volland auf rechts außen. Dadachow bringen. Gomez könnte man rausnehmen. Ihn auch noch bringen. 3 Wechsel, das ist das maximale Risiko, was ich eingehe. Ich hoffe, wir halten 3 Tore Vorsprung. 4-0, wir bauen ihn sogar aus. Nach der Ecke trifft der Julian. 5-0 durch Hennau. Was geht hier denn ab? 6-0 Dadachow. 6-0 Borussia Dortmund, den Dritten besiegt. Völlig an die Wand gespielt. Auch die Einwechslungen waren super. Von 7 Schüssen aufs Tor waren 6 drin. Damit 4 Punkte Vorsprung vor Dortmund, aber immer noch 5 hinter den Bayern. Da sind ja noch ein paar Spiele zu spielen und das Direktduell gibt es ja auch noch. Das war der Monat Februar. Aufregende Zeiten. Zufrieden mit unserer Arbeit. Reserve gewinnt 3-0. Philipp Planer, Hennau und Kohm, unsere defensiven Mittelfeldspieler in der Elf des Tages. Die Mannschaft ist auch wieder super drauf. 6-0 gegen den Tabellendritten zu gewinnen, ist aber auch eine Leistung. Wahnsinn. Hennau weiterhin teuerster Spieler der Welt. Auch einer der besten. Planer super Entwicklung gemacht. Kann Innenverteidiger und defensive Mittelfeld spielen. Haben wir einen guten Ersatzspieler. Einer der besten sogar. Der Liga. Ja, im März wartet Hertha auf uns. Frankfurt, Rückspiel gegen Marseille. Hinspiel 2-2 ausgegangen. Das wird spannendes Rückspiel. Dann noch Stuttgart, Köln in der Bundesliga.